Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus TV. In dieser Woche heben wir wortwörtlich ab, bleiben aber trotzdem am Boden. Und dann feiern wir noch den Start des neuen Semesters. Und wir zeigen euch Kunst aus der Bibliothek. Aber zuerst die Nachrichten mit Jonas. Ja, danke euch. Auftakt für Forum Mittelstand im LDS. Zur Verbesserung der Entwicklungsbedingungen für den Mittelstand organisieren regionale Verbände, Unternehmen und Einrichtungen jährlich die Veranstaltungsreihe Forum Mittelstand LDS. Im Fokus stehen dieses Mal Denkanstöße und Unterstützungsangebote für Unternehmen, die ihre Aktivitäten stärker auf Auslandsmärkte ausweiten wollen. TH-Präsident stellt Zusammenarbeit mit der TK vor. In einem Plenumsvortrag auf dem Fundraising-Symposium in Berlin erläuterte Professor Dr. Laszlo Ungvári Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Gemeinschaftsprojekt mit der Technikerkrankenkasse Hochschule in Hochform. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung einer ganzheitlichen Gesundheitskultur auf allen Ebenen der TH Wildau. Dabei gehe es vor allem um qualitative Faktoren und Zusatzkompetenzen. Und nun wieder zurück zu euch. Danke, Jonas. Ja, liebe Zuschauer, saßen Sie schon einmal in einem Flugzeug? Und wenn Sie in diesem Flugzeug saßen, haben Sie sich dann auch gefragt, was passiert jetzt eigentlich, wenn beide Piloten ausfallen sollten? Könnte man dann in diesem Fall als Passagier ein Flugzeug landen? Das ist keine Frage, die man sich täglich stellt, aber wir haben sie uns gestellt. Und wir haben es rausgefunden. Meine Damen und Herren, wir haben soeben unsere Reiseflughöhe erreicht und der Kapitän hat die Anschnallzeichen ausgeschaltet. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug nach Palma de Mallorca. Warum hast du eigentlich ein Handtuch dabei? Ich habe mir eine Liege schon reserviert. Typisch Deutscher. Entschuldigen Sie, ist irgendeiner in der Lage, von Ihnen Flugzeug zu landen? Die Piloten sind ausgestiegen. Ja, mach doch mal. Warum denn wir? Ihr habt Schulabschluss. Ja, wie sieht es eigentlich aus, wenn im Flugzeug der Pilot mal nicht da ist? Kann in diesem Fall ein Laie ein Flugzeug landen? Genau dafür sind wir heute auf dem Campus der TH Wildau, um mal im Flugsimulator zu testen, wie eine Landung im Flugzeug abläuft. Also, ready for takeoff! Und das ist das heutige Testobjekt. Ein Airbus A320 Flugsimulator auf dem Wildauer Hochschulcampus. Mit allen Knöpfen, Hebeln und Schaltern, die ein Pilot in einem echten Airbus so braucht. Und die beiden wollen sie beherrschen. Danny, 22 Jahre alt, Abitur, spielt seit 16 Jahren Akkordeon. Viele Knöpfe unter Kontrolle zu bringen, sollte also ein leichtes Spiel für ihn sein. Und Jonas, 20 Jahre jung, auch Abitur, seit 11 Jahren im Ruderverein. Mit Rudern kennt er sich also aus, doch wird dieses Wissen auch auf die verschiedenen Ruder eines Flugzeugs anwendbar sein. So. Mal schauen hier. So. Sitz. Check. Genau. Hallo, Mayday, Mayday. Tower. Hallo, hier ist Bremen Radar. Wer ruft mich? Friedrich, mein Name. Wir haben leider unsere Piloten verloren. Und sitzen jetzt hier im Cockpit, wissen aber nicht wirklich, wie wir jetzt hier verfahren sollen. Mal versuchen, euch über Funk nach unten zu bringen. Ja. Situation. Zuerst bekommen Danny und Jonas vom Fluglotsen einen Überblick über die wichtigsten Instrumente im Cockpit. Denn beim Landeanflug muss es schnell gehen, Zeit zum Knöpfe suchen gibt es dann nicht mehr. Das heißt, wenn ihr von mir eine Höhenänderung bekommt, ihr sollt sinken, den rechten Knopf daneben ziehen und eine Sinkrate auswählen. Danach wird es dann langsam ernst. Die ersten Befehle zur Programmierung des Autopiloten müssen eingegeben werden. Und jetzt dreht ihn bitte nach rechts auf 010. 010. Und nach rechts drehen. Okay. Nun wird der automatische Instrumentenlandeanflug geplant. Nach den digitalen Computerbefehlen müssen die beiden Notfallpiloten nun mit einer ganz alten Erfindung zurechtkommen, dem Papier. Ihr habt ganz links im Cockpit eine Karte hängen. Ja.
Da ist der Anflug dargestellt. Okay. Wo India Hotel Hotel Whisky draufsteht, rechts. IHHW? Genau. Ja. Links daneben ist eine Frequenz und ganz links außen ist 229 der Steuerkurs. Trotz der ernsten Situation, okay. Zeit für Gespräche, Träumereien und Späße haben die beiden noch. Tomatensaft wäre nicht schlecht. Tomatensaft? Ja, nee, muss nicht sein. Mit Knöpfen kenne ich mich aus, aber Fliegen ist anders. Und dann nach links drehen auf 999. Das ist gerade der Referenzdruck für Hamburg. Aber kein Druck. So, Jonas, wir sinken immer noch. Ja. Das wäre auch im Rudern wahrscheinlich auch nicht so gut, oder? Nein. Sinken? Sehr gut. Ja, ich habe mich schon auf den Urlaub gefreut. Ne? Ja, also manchmal. Baller mal am Strand liegen. Ja, manchmal Sangria haben. Man muss ja statt der Tomatensaft. Oh. Ja. Nun sollen sich Danny und Jonas um ihre Klappen kümmern. Genauer gesagt, um die Landeklappen. Diese sorgen dafür, dass ein Flugzeug auch bei geringer Anfluggeschwindigkeit genug Auftrieb hat und nicht vom Himmel fällt. Rechts unterhalb der Schubhebel. Ach so. So schräg rechts. Eine Hand drüber legen und den unteren Bereich anheben, die untere Platte. Ja. Dann könnt ihr auf Stufe 1 fahren. Ich fahre auf Stufe 1. Okay. Noch verläuft alles nach Plan. Dies ist aber auch nur möglich, da ein erfahrener Pilot vom Tower aus genaueste Anweisungen gibt und dieser auch noch Deutsch kann. Jetzt fahrt ihr bitte das Fahrwerk aus. Der Hebel ist im mittleren Bereich. Wenn ihr direkt nach vorne guckt, ist ein Hebel mit einem kleinen Rädchen vorne dran. Ja. Den bitte leicht anziehen und nach unten bewegen. Das klingt interessant. Da müssten gleich drei grüne Pfeile erscheinen. Da haben wir drei grüne Pfeile. Dann ist das Fahrwerk ausgefahren und verriegelt. Das ist gut. Gute Arbeit. Check. So, was wir noch machen müssen, Landelicht einschalten. Jawohl. Das ist auf dem Overhead-Panel über euch. Ja. Da gibt es links Schalter, silberne Schalter. Silberne Schalter? Ja, ja. Genau, und in der untersten Reihe sind vier Stück. Vier Stück. Und ihr schaltet einfach die rechten drei nach oben. Ach, nach ganz oben. Okay. So. Licht. So, ich habe gerade 1000 Fuß gehört. Ja. Ich habe noch 1000 Fuß bis zur Landung. Das ist ein Kilometer noch. Da hat Danny sich ein wenig verschätzt. Es sind nur noch knapp 300 Meter, die sie vom Erdboden trennen. Nun rückt der entscheidende Moment immer näher. Dann könnt ihr Umkehrschub geben. Das heißt, die Hebel, diese kleinen Hebel, die Abschubhebel vorne dran sind. Ja. Nach oben bewegen. Nach oben bewegen, okay. 300. Gott, was macht der? Der landet automatisch. Der muss automatisch landen. Genau. Lass ihn reden. Das Gerät macht das schon. Der Gerät. So, eine Hand am Schubhebel. Jawohl. Was für ein Ding? An den Joystick. Ja, Hammer. Jetzt schon mal zurückziehen. Umkehrschub. Okay, ausrollen lassen. Geschafft. Das Flugzeug landet nach einer automatischen Landung butterweich und sicher in Hamburg. Mission completed. Geschafft. Jawohl. Ja, man hat es gesehen, mit vollautomatischer Unterstützung kann ein Laie durchaus ein Flugzeug laden. Doch wie ist es jetzt mal im Ernstfall, wenn diese Systeme nicht funktionieren? Wir machen den Härtetest und versuchen eine komplett manuelle Landung. Und dafür haben wir unseren KWTV-Luftfahrtexperten Christian Ritter. Christian, komm doch mal ran. So, was kann ich für dich tun? Du bist Luftfahrtexperte und deswegen... Will ich das? Ja, unserer Meinung nach auf jeden Fall. Und deswegen darfst du jetzt mal eine komplett manuelle Landung probieren. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich gebe dir mal hier diese schöne Pilotenbrille. Und am besten, du läufst erstmal in die Richtung und stehst dann nochmal kurz cool da und dann geht's los. Okay. Und jetzt versucht Christian sein Glück. Er ist 23 Jahre alt, hat Abitur, ist sportlich und behält gern die Kontrolle in der Bildregie. Zudem ist er Flugexperte, denn im Jahr 2011 durfte er schon einmal im Cockpit Platz nehmen und ein echtes Flugzeug steuern. Leute, das war eine Cessna.
Das könnt ihr nicht machen. Probier mal trotzdem, das ist fast das Gleiche. Okay. Oh mein Gott. Tower, Mayday, Mayday, können Sie mich hören? Hier Bremen Radar, wer ruft mich? Der Flug nach Malle. Wir sind in Berlin gestartet und die beiden Piloten sind ausgefallen, dann sind zwei andere eingesprungen und die haben jetzt gesagt, ich soll mal einen manuellen Landeanflug probieren. Oh, okay. Krishan hat keinen Autopiloten, der das Flugzeug für ihn steuert und landet, und auch keinen Co-Piloten. Er hat das knapp 70 Tonnen schwere Flugzeug selbst in der Hand. Und wir machen jetzt einen Anflug, eine Landung in Hamburg. Okay. Nicht in Malle? Wir wollen eigentlich nach Malle. Nee, Hamburg ist besser. Okay. Da ist das Wetter gerade schöner. Ja. Schaffe ich das? Sind Sie optimistisch? Eher nicht. Schön. Es gibt mir Hoffnung. Über den Tower bekommt Krishan die Anflugdaten für den Flughafen. Auch wenn er schon einmal in einem Cockpit saß, in so einem Airbus, muss er dann doch schon so manchen Knopf suchen. Unter dem Display ja. Sind zwei Zeilen mit Buchstaben. Ja. Codes. Und in der zweiten Zeile, der zweite Knopf von links, ja. Da steht Rattenlauf drauf. Ja, habe ich. Den drückst du bitte. Der Bordcomputer gibt ihm in Form von mehreren Linien zwar einen Weg vor, diesem jedoch zu folgen, ist mit einem so trägen Flugzeug gar nicht so einfach. Und Krishan verlässt recht schnell die geplante Anflugroute. Du bist jetzt sehr stark nach links abgekommen. Ja. Bist deutlich unter dem Gleitwegsender. Und du kommst gleich in den Geschwindigkeitsbereich, der dich stallt, also Strömungsabriss. Och nö. Doch. Als Stall wird der Strömungsabriss bezeichnet. Dies passiert, wenn das Flugzeug zu wenig Schub hat und der Auftrieb dadurch so gering wird, dass das Flugzeug einfach vom Himmel fällt. Oh, da unten. Da können wir eine Kurve fliegen und dann darauf. Okay, du hast den Flugplatz in Sicht. Ja. Probier's, du bist voll konfiguriert. Okay. Das ist jetzt wie in der Cessna. Du kannst jetzt auch eine andere Bahn benutzen. Ich habe dir jetzt alle freie gegeben. Okay. Such dir was aus. Gut. Jetzt setzt er alles auf eine Karte und probiert das Flugzeug nur durch die Sicht und das nötige Feingefühl zu landen. Muss ich sie schon sehen können? Nee. Ist der falsche Flughafen da unten, ne? Krishan fliegt über das Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder. Hier werden die Flugzeuge gebaut und repariert. Seins in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch. Denn erst spielt er das Spiel Wo ist meine Landebahn? Und dann folgt eine Achterbahnfahrt der besonderen Art. Ist das die dahin? Ach da! Meine Güte, ich dachte was anderes, das muss ein Haus sein. Ach die da! Oh Gott! Kriegen wir hin. Schneiden Sie sich an, Notlandung. Also achte auf die Geschwindigkeit. Ja. Jetzt kommst du gleich ins Stall. So, vor der Landung dann auch leicht abfangen. Ja. Nicht zu stark, weil sonst steigst du über. Viel, viel zu schnell. Oh Gott, oh Gott. Bin ich unten? Du bist unten? Auch wenn den Passagieren nun wahrscheinlich so schlecht ist wie nach einem Eimer Sangria auf Malle und die Landebahn etwas zu kurz war, die Maschine ist unten. Und Krishan mit seinen Nerven ebenso. Wir sind direkt am Parkplatz angekommen, liebe Passagiere. Ja.
Nun bleibt nur noch die Bewertung eines echten Piloten. Kann ein Passagier nun ein Flugzeug landen? Das würde ich sagen, ist machbar. Unter der Voraussetzung, dass natürlich auf der anderen Seite bei ATC auch jemand sitzt, der sich geistig das vorstellen kann, der das Airbus-Cockpit kennt und auch Instruktionen geben kann. Im Falle des manuellen Flugs wäre es, glaube ich, deutlich früher schiefgelaufen. Ja. Mit dem Strömungsabriss oder dem Verirren. Okay, Herr Streber, ich bedanke mich, dass wir das heute mal testen durften. Ich setze mich jetzt lieber wieder hinten in die Kabine zu meinen Kollegen und dann genieße ich dort lieber die Flüge und hoffe, dass die Piloten nicht aussteigen. Ja, Landung geglückt, würde ich sagen. Na, sagen wir mal, du bist runtergekommen. Ich glaube auch. Aber ganz ehrlich gesagt, in Zukunft bleibe ich, glaube ich, lieber hinten im Flugzeug und mache ordentlich Urlaub. Ich auch. Tja, Grüschan, ordentliche Landung, möchte man sagen. Wir haben das ja in den letzten Wochen auf Facebook schon angeteasert, dass wir geflogen sind. Und ein Zuschauer hat sich gemeldet und gesagt, ach, Airbus kann jeder landen, viel zu einfach. Er würde dann eher eine Boeing landen. Ja, lieber Felix Mathé, wir würden dich gerne einladen in den Flugsimulator Berlin. Da kannst du mit uns gemeinsam eine echte Boeing 737 landen und dann kannst du uns mal zeigen, wie man das richtig macht? Genau, aber jetzt genug geflogen. Jetzt fliegen erstmal die Korken bei der Starter-Party der TH Wildau. Die Startup-Party an der TH Wildau war der reinste April-Scherz. Gähnende Leere empfing diejenigen, die sich an jenem Freitag in die Halle 14 begaben. Man kann nur sagen, es ist einfach noch ein bisschen früh um die Uhrzeit. Und ich denke mal, dass es irgendwann voll werden wird. Und ich denke mal, dass es dann tatsächlich auch fühlen wird. Schluss mit Seniorenseminar. Die Tanzfläche wurde voll und die Party konnte starten. Trotz der vielen neuen Stura-Mitglieder ging die Organisation gut und die Party wurde ein Erfolg. Ja, ist gut angelaufen. Also wir hatten noch ein bisschen Zeit hochzufahren, uns ein bisschen einzuspielen in den Teams und das Ganze ganz entspannt zu starten. Also im Vergleich zu den letzten Jahren ein bisschen weniger Stress, aber läuft ganz gut, ja. Ein besonderes Highlight waren die zwei DJs. Manch einer fragt sich jetzt, ist das denn überhaupt nötig? Ja. Weil man einfach mehr Abwechslung kriegt und jeder irgendwelche Ideen einbringen kann und es einfach viel mehr Spaß macht. Ist die beste Party, die ich je erlebt habe. Bei so viel Begeisterung freuen wir uns schon auf die nächste Party an der TH Wildau, das Campusfest. Nicht nur DJs haben in der letzten Woche an der TH Wildau ihrer Kreativität freien Lauf gelassen, nein, auch ein Fotograf war zu Gast. Und wenn dann auf den Fotografien Hände, die arbeiten, zu sehen sind, dann ist man in der Ausstellung Handwerk von Walter Schönbröcher. Wir haben für euch die Vernissage besucht. Kunst liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters, aber auch stets in der Hand des Künstlers. Die Fotografien, die hier in der Bibliothek der TH Wildau stehen, folgen einem ganz ähnlichen Motto. Handwerk ist das Thema und der Cottbuser Fotograf Walter Schönenbröcher hat bei der Auswahl der Motive ein gutes Händchen bewiesen. Ich fotografiere seit 5 Jahren alte und seltene Handwerke, also Handwerke, die, wenn es
schlimm ist, kurz vorm Aussterben sind oder schon ausgestorben sind, aber auch noch aktuelle Handwerke, die aber vom Aussterben halt bedroht sind, um einfach für die Gesellschaft zu dokumentieren, was es für Handwerke waren oder sind und auch für die Zukunft zu konservieren. Bei der offiziellen Eröffnung der Wanderausstellung konnten die Gäste einen guten Eindruck von den künstlerischen Facetten des Handwerks bekommen. Der geübte Kunstgenießer merkt jedoch sofort, sämtliche Fotos sind in Schwarz-Weiß. Eine bewusste Entscheidung des Künstlers. Farbe lenkt zu viel ab. Also mir geht es um die Hände bei der Arbeit. Das sieht man in vielen Werken, wo wirklich die Hände, das Material und das Werkzeug im Vordergrund stehen. Und Farbe würde einfach ablenken. Das ist Reduzierung aufs Wesentliche. Das Wesentliche sind in diesem Fall die 21 verschiedenen Handwerksberufe, die abgelichtet wurden. Die meisten der mittlerweile 300 Fotografien sind hier in Brandenburg entstanden. Aber auch Werke aus Spanien und Großbritannien sind dabei. Dass sich nicht jeder Beruf leicht fotografieren lässt, ist da gegeben. Ja, das Problem ist, Handwerker haben keinen Bezug zur Fotografie. Die wissen nicht, wie ich fotografiere. Ich muss ausleuchten, im richtigen Moment abdrücken. Die hämmern drauf los, weil sie zeigen wollen, was sie können. Aber ist halt schwer, dass ich sie dann einfangen kann. Also das ist die große Kunst dabei. Also ich sag mal, pro Handwerker brauche ich so 5-6 Stunden. Und das sind so 35 Handwerker, die ich in den letzten Jahren fotografiert habe. Ja, kann man sich ausrechnen. Ich fliege weltweit, wo interessante Handwerke sind und fotografiere die. Auch das Programm der Vernissage war künstlerisch angehaucht. So präsentierte das Hochschulorchester eine Auswahl ihrer klassischen Interpretationen. Inspiration für seine Werke erhielt Schönenbrücher jedoch nicht beim Hören klassischer Musik. Es war eine Fernsehsendung bei Arte, die hatte mal so im Contestbereich Fotografie gezeigt, wie Berufe fotografiert wurden. Ich fand es nicht so prickelnd und gut und dachte, das kannst du besser. So, Kurzfassung. Seit er sich vor 5 Jahren entschieden hat, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, ist sein Repertoire ständig gewachsen. Nicht überraschend ist es da, dass seine Ausstellung durch ganz Brandenburg wandern wird. Bei diesem Vorhaben bekommt er gute Unterstützung. Das läuft ja über das Kulturland Brandenburg. Ist ja eine Wanderausstellung jetzt durch ganz Brandenburg. Ich bin schwitzen gekommen, ich bin ganz am Arbeiten, jetzt noch ganz schnell den letzten Rest. Es ist finanziert durch Kulturland Brandenburg, weil das Kulturjahr 2016 in Brandenburg heißt Handwerk. Und da passt die Serie natürlich wie Faust auf Auge. Aber ich finde auch dieser Kontrast zwischen Wissenschaft und Handwerk, das ist doch ideal. Bis zum 28. April verbleibt die Ausstellung noch in der Bibliothek. Danach wandert sie weiter. Zukünftige Ziele sind unter anderem Frankfurt und Brandenburg, bis sie schließlich an ihren Ursprungsort Cottbus zurückkehrt. Das war's schon wieder für diese Woche von Campus TV. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin und tschüss.